Willkommen zurück zu Magics, ja, Programm, mit dem man tolle Musik nicht nur machen kann, sondern eben auch zum Beispiel, wenn man als DJ unterwegs ist, performen kann. Und wie das funktioniert, möchte ich euch mal kurz zeigen in diesem Clip hier. Ich habe hier noch mein eigenes Projekt geöffnet und wann immer man ja Lust und Muße hat, sich so etwas selbst zusammenzustellen, auch das dauert natürlich seine gewisse Zeit. Kann man das natürlich tun. Alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen, auch vielleicht mal selbst eigene Songs zu produzieren und das anhand von diversen Samples oder Sample-Bausteinen. Und dafür hat Magix eben auch eine Funktion mit eingebaut. Das ist ein Live-Mix-Agent sozusagen, den man nutzen kann, um partielle Bereiche abspielen zu können. Anhand seiner Tastatur beispielsweise würde das dann auch funktionieren. Und zunächst einmal möchte ich gern das gesamte Objekt oder Element erstmal hier markieren. Ich gehe mal mit meinem Cursor ganz nach vorne und zeige euch, wo ihr diese Funktion findet. Geht mal auf die Effekte bzw. die Ansicht, dann habt ihr den Mixer hier und geht mal in den Live Arranger rein. Das ist eine spezielle Funktion. Ihr könnt das jetzt hier durchlesen, wenn ihr möchtet, den Text und ihr habt die Möglichkeit, über die MIDI-Tastatur, aber eben auch zum Beispiel das Keyboard bestimmte Bereiche abspielen zu können in eurem Projekt. Und jetzt haben wir Set 2, Set 4 zum Beispiel mit einer Länge von 4 Takten, zum Beispiel auch 2 Takte. Und ihr habt hier einen Live-Arranger, mit dem ihr festlegen könnt, was in welcher Reihenfolge abgespielt werden kann. Das könnt ihr sowohl live steuern anhand dieser Tasten hier, Tastenkombinationen, aber die müssen wir natürlich erst einmal belegen. Und dazu werde ich mir jetzt mal einen Bereich markieren hier oben in diesem Feld. Nehmen wir mal diese 8 Takte hier, hau ich mal kurz rein. Das soll schon reichen an der Stelle. Bis dahin brauchen wir es in etwa. Ich werde mal ein bisschen größer zoomen. So in etwa. Und dass wir mal horchen. Okay, das ist der Beat. Bis dahin soll er in etwa gehen. Wir horchen noch mal rein. Es soll ja auch nicht zu lang sein. Da können wir also uns auch schön an diesem Raster hier orientieren. Ich ziehe mal dieses Taktfeld bis hierhin. Also das soll ein Sample sein. Und das möchte ich gern zuweisen. Dazu nehme ich jetzt mal in diesem Feld hier das A, also der Buchstabe A auf meiner Tastatur nachher wird genau diesen Bereich, den ich jetzt hier oben markiert habe, abspielen. Ich klicke mal rechts rauf und sage aktuellen Bereich zuspielen oder spielen. Dann habe ich einen Bereich mal markiert. Ich werde jetzt nicht alle Bereiche hier markieren, aber nur, dass ihr es mal prinzipiell versteht, wie das Ganze funktioniert. Dann gehen wir mal weiter rüber. Wir können ja hier hinten noch mal ein bisschen spielen. Das könnte also auch ein Bereich sein. Dann gehen wir mal hier rüber, klicken mal hier oben rein. So, ziehen uns das Ganze mal hier rüber und werden mal diesen Bereich jetzt hier abspielen. Also legen wir ein zweites Sample an, ungefähr da. Dann haben wir also diese Bassline plus kombiniert mit diesem Sound hier. Und ich klicke bei dem S rein und sage aktuellen Bereich zuordnen. Jetzt können wir das Ganze machen über die gesamte Komposition, dass wir uns einzelne Bausteine zurechtschnipseln, die dann abgespielt werden sollen. Klicken wir noch mal hier hinten rein zum Beispiel, horchen da mal vor. Oder wir nehmen zum Beispiel diese Bassline mit dem Drum hier rein. Auch das ist natürlich eine interessante Möglichkeit. Schauen wir mal rein. Und wir gehen jetzt mal hier diesen Bereich rein. Hier haben wir oben noch eine Bassline, die hier reingeht vom Hall her. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob er die mitnimmt. So, das wäre dann sozusagen die dritte Komposition. Hier gehen wir ebenfalls mal rein und werden uns hier für einen Takt entscheiden. Ziehen wir das mal hier rüber so ein bisschen von da bis da, also eine Beatlänge. Wir können den mal muten hier an der Stelle, dann wird diese Spur gar nicht mitgenommen, sondern nur diesen Teil möchten wir reinnehmen. So, ich
Ich markiere das Ganze nochmal, weil dieses Sample praktisch noch vom Hall her reingeht. Man hört es nicht unbedingt, aber das könnte ich eben festlegen. Und ich möchte gern, dass wir dem aktuellen Bereich zuordnen. Dann haben wir drei Bereiche definiert. Wie gesagt, wir haben hier ein paar zur Verfügung, die wir abspielen können. Und dann haben wir hier ein paar dieser Einstellmöglichkeiten im rechten Bereich. Das heißt, Exit am Ende des Bereiches macht Sinn, wenn ich also diese Takte anklicke. A, S und D, die Buchstaben, dann spielt er also immer diesen Takt erst einmal zu Ende, bevor der überhaupt zum nächsten wechselt. Ansonsten, wenn ihr also einen anderen Takt habt, zum Beispiel wechselt nach vier Takten oder eben auch nach zwei, nach einem Takt oder zum Beispiel auch nach einem Beat, dann habt ihr die Möglichkeit, auch einen sofortigen Wechsel mit zu initialisieren. Das ist allerdings nicht unbedingt empfohlen, aus dem folgenden Grund, weil ihr dann einen Rhythmus oder eine Rhythmusverschiebung haben könntet. Wir werden ein paar Sachen mal durchprobieren jetzt hier. Ich gehe mal hier auf diesen Beat drauf und möchte gern das Ganze jetzt abspielen. Habe jetzt mal das ganze Projekt markiert, habe jetzt die Buchstaben A gedrückt und wir sind ja in diesem Live-Arranger drin und jetzt sage ich mal, ich möchte diesen Bereich wiedergeben. Und man sieht, der loopt das sozusagen hier oben. In dem Bereich sieht man das hier oben, dass also die Timeline immer hin und her springt. Jetzt könnte ich auch wechseln, zum Beispiel auf D und auf S. Und das kann ich eben ganz schnell hintereinander machen. Eine zeitliche Verzögerung haben wir eben drin und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, wenn wir also praktisch wirklich immer in diesem Modus arbeiten. Das heißt, die Takt Rate stimmt in dem Fall nicht und dann haben wir hier eine Verschiebung. Gehen wir mal hier hin, wechseln nach einem Beat. Wir wechseln mal hin und her. Auch hier hören wir natürlich die Schwierigkeit. Gehen wir mal hier rein, lassen das mal durchlaufen. So läuft das die ganze Zeit durch und das kann man auch wechseln. So funktioniert das Ganze nach zwei Beats. Was nicht geht, und das ist eben auch das Besondere, ihr könnt also immer nur gleichzeitig einen Bereich abspielen. Das heißt, A und D zum Beispiel zusammen, wenn ihr jetzt noch ein Vocal habt und hier hinten irgendwo so ein Vocal definiert und gerne möchtet, dass der das Vocal zusammen mit der Schleife A, S oder D zum Beispiel abspielen soll, dann wird das nicht funktionieren. Also ihr könnt immer nur eine Taste und einen Part hier in diesem Live-Arranger definieren. Jetzt haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel auch einen Sequenzer einzustellen. Ein Sequenzer wäre im Grunde folgendes. Ihr legt ja die Reihenfolge fest, zum Beispiel A gefolgt von dem S und dem D und dann wollen wir wieder das S haben, ein D und ein A. Wir wollen das Ganze jetzt so abspielen. Dann ist das der Sequenzer. Der springt automatisch weiter. Je mehr Bereiche ihr habt, umso mehr könnt ihr natürlich dann auch hier eintragen. So, das spielt jetzt erstmal zu Ende immer diesen Loop. Das ist eben der Sequenzer, wo man im Grunde also wirklich festlegen kann, in welcher Reihenfolge er welchen Loop in irgendeiner Form abspielen soll. Eine interessante Möglichkeit, ihr müsst also damit nicht selber wechseln, könnt also eine Songkomposition machen anhand dieser Buchstaben hier. Und habt da auch eine schöne Variationsmöglichkeit, wie ich finde, das hier entsprechend mit einzustellen. Und das wäre also eine Sequenzer-Datei, die könnt ihr selbstverständlich auch in der Form speichern. Wenn ihr möchtet und ihr habt solche Sequenz in einem Projekt so umzuwandeln, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, jetzt hier das Ganze ja entsprechend abzuspeichern. Oder falls ihr verschiedene ja, Arranger-Setup-Dateien schon habt, könnt ihr die natürlich auch mit reinladen in euer entsprechendes Projekt. Das ist im Grunde etwas, was sehr interessant ist. An der Stelle muss man aber eben sehen, ob man das in so einem Projekt hier verarbeitet oder doch lieber einzelne Samples nimmt, nur aufeinander aufbauen, also nur der Beat
Dann wird da der Beat irgendwann aufeinander aufbauen sein. Dann kann man das mal schön in Schleife laufen lassen, so lange wie man mag. Schaltet dann oben zu einer nächsten Sequenz zum Beispiel mit einem Übergang, dass man eben etwas hat, auch hier die Schwierigkeit zum Beispiel wieder. Also hier ist kombiniert Beat und eben natürlich diese ansteigende Geschichte. Wenn ich jetzt hier eine Sequenzer-Datei auf diesem Bereich hier oben festlegen würde, dann hätte ich einen Sample-Baustein, der wiederum etwas schwieriger zu integrieren wäre in ein Live-Setup. Aber das ist natürlich eben euch überlassen, wie ihr da rangeht. Am besten ist vielleicht wirklich zum Anfang mal so mit einzelnen Beat zu arbeiten. Dann habt ihr vielleicht auch eine Idee in diesem Live-Arranger, wie ihr euren Song vielleicht auch später mal aufbauen möchtet. Das wäre ja eine Variationsmöglichkeit, verschiedene Samples erstmal zu laden und dann auch mal verschiedene Abfolgen mit durchzuspielen, um dann eben zu sehen, okay, ich könnte das jetzt hier oben ein bisschen länger laufen lassen, dann würde ich gerne vom Bereich S oder D oder was auch immer ihr jetzt hier unten festgelegt habt, gerne Dinge mit implementieren und dann auch den Song aufeinander aufbauend zu gestalten. Das wäre eine Option, wie gesagt, der Live Arranger, eine interessante Kompositionsmöglichkeit, insbesondere dann, wenn ihr vielleicht Magix auf dem Laptop habt und unterwegs seid und ohnehin als DJ vielleicht fungiert, dann habt ihr hier eine Kompositionsmöglichkeit, müsst also nicht immer komplette Songs reinladen, sondern hättet eben Bausteinvarianten zur Verfügung. Es ist natürlich begrenzt an der Stelle, das sollte euch bewusst sein. Also wir haben eben nur diese, was haben wir, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Pattern, die wir belegen können an der Stelle. Danach ist dann auch Schluss, mehr gibt es hier einfach nicht. Und das ist eben sozusagen der Unterschied. Magix hat noch ein eigenes Tool, das kann man wiederum käuflich erwerben. Da gehen wir mal eben kurz hier drüben rauf auf die Instrumente. Das ist kostenpflichtig, kann man erweitern. Gibt es hier weiter unten dann in den Songs, beziehungsweise in den neuen, die ich auch noch nicht gekauft habe letzten Endes. Aber man muss ja auch nicht alles kaufen, was man findet, wenn man gern alles haben möchte. Wo ist es denn jetzt hier? Oben Drums war es nicht. So war es denn. Der Vita Sampler zum Beispiel, das wäre so eine ideale Geschichte. Kleben wir mal kurz rauf. Der ermöglicht uns sozusagen, zarte Sounds zu erstellen und diese zarten Sounds praktisch auch per Pads zu belegen. Und das kann man dann auch wiederum ja mit verschiedenen Presets wiederum belegen, die man zur Verfügung hat. Da gibt es auch komplette Sets von Magix, die damit eingespielt werden. Und wer noch sein älteres Magix-Programm sein eigen nennt, der hat auch ganz andere Möglichkeiten auch, weil da gab es noch ein paar andere Instrumente, die jetzt hier in der neueren Version so nicht mehr angeboten werden. Deswegen bin ich froh, vielleicht doch etwas früher schon mal zugeschlagen zu haben, weil da gab es eben noch Möglichkeiten, die gibt es hier in der neuen zwar nicht mehr, aber die sind noch vorhanden, wenn man die ältere Installation parallel noch betreibt, so wie ich es eben auch tue. Ich könnte sie also jederzeit aufrufen und auch damit arbeiten, ist aber dann nicht mehr so schön zu bedienen wie dieses und auch nicht mehr so stabil. Das muss man auch dazu sagen, also Magix hat da schon ein bisschen Hand angelegt und für deutlich mehr Stabilität letzten Endes gesorgt. Aber es gibt eben auch, wie gesagt, solche Sequenzer und auch neue Synthesizer und ähnliches, die man ja mit erwerben kann und geeignetere Tools, um das vielleicht umzusetzen. Aber der Live Arranger ist nun mal Bestandteil dessen und man kann damit eben arbeiten. Ich glaube, das ist für Ad-Hoc-Musikanten sicherlich keine schlechte Möglichkeit, hier auf die Schnelle mal so eine Art Song zu kompositionieren und dann auch vielleicht auf einer Party mal abzuspielen. Wenn man dann die Möglichkeiten des Samples alles parat hat, dann kann man sich so etwas auch mal sehr schnell selbst zusammenstellen und dann auch mal ein bisschen spielen, ohne dass man jetzt so einen kompletten Aufbau, wie ich es hier gemacht habe, betreiben muss. Also viel Spaß euch auch mit diesem Teil des Trainings. Probiert es ruhig mal aus. Lasst euch inspirieren von der ganzen Geschichte. Und wenn ihr dann fertig seid, wie gesagt, ihr hättet ja die Möglichkeit, nicht nur dieses Live Arranger auch zu exportieren, sondern unser Song auch selbst, den wir jetzt hier gemacht haben, den können wir ebenfalls exportieren über Datei, zum Beispiel Export. Habt ihr dann ein Audiodatei, zum Beispiel als Wave, als MP3 oder was auch immer. Eben auch die Bestandteile zum Beispiel, bleibt alles beim gleichen. Oder die Audiospuren als einzelne Wave-Datei, auch eine ganz interessante Variation. Das heißt also, jede Spur an sich wird als einzelne Wave-Datei abgelegt. Dann habt ihr auch nochmal ganz andere Kompositionsmöglichkeiten, müsst also nicht händisch alles zusammenfassen. Bis dahin, viel Spaß!